20, das Ende des zweiten Tages. Morgen wartet noch ein dritter Tag auf uns. Wir können schon mal so ein Zwischenfazit ziehen. Was ist passiert in diesen zwei wirklich proppevoll gepackten Tagen? Was erwartet uns morgen? Und was haben sich vielleicht auch an neuen Impulsen schon ergeben für das nächste Jahr? Wir werden das gleich hören vom Festivalleiter Sebastian Horndasch und der organisatorischen Leiterin Lavinia Hirsch. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Hört man mich? Ja, jetzt hört man mich. Wunderbar. Ja, absoluter Wahnsinn. Ich habe es nochmal durchgerechnet, tatsächlich einfach am Programm gezählt. Zwei Tage liegen hinter uns und das waren 240 Sessions jetzt hier auf dem University Future Festival. Und das ist ja auch das Deprimierende. Man ist ja auch durchaus inhaltlich motiviert, wenn man so ein Festival macht. Und man kann ja kaum was sehen. Ich habe hier die Mainstage hauptsächlich betreut auf dem Festival. Das heißt, ich konnte so ein paar Sachen sehen und gleichzeitig muss man ja auch immer darauf achten, okay, wie sind die Zahlen, gibt es irgendwo Probleme, muss man irgendein Problem lösen. Entsprechend werde ich auch einfach selbst viele Sachen nachsehen, ne? Später auf YouTube mir eine kleine Playlist machen. Lavinia, was nimmst du denn mit? Ich würde gerne ein Highlight noch herauspicken von heute, weil ich das wirklich auch ein spannendes Format fand. Das fand tatsächlich heute auf der Community Stage statt und war eben parallel nicht nur hier in Berlin, sondern eben auch auf der LearnTech zu sehen. Und das reicht dann noch nicht. Es war tatsächlich auch in einem virtuellen Raum. Also alle hatten VR-Brillen auf und waren tatsächlich digital zusammengeschaltet. Und das fand ich einfach wirklich ein innovatives Format und hat gut geklappt, war super. Ja. Und deswegen machen wir das Festival ja auch. Wie sieht's denn bei dir aus? Was war denn dein Highlight? Nur mal so als Rückfrage. In der Vorbereitung war das doch bestimmt total easy, Lavinia, oder? Ja, man ist sich dann manchmal ja bis zum Schluss nicht sicher, klappt es dann am Ende wirklich auch vor Ort. Es sind, wie gesagt, zwei Veranstaltungen parallel gewesen, die dann irgendwie auch noch virtuell zusammengeschaltet waren über diese VR-Brillen. Also es war bis zum Schluss spannend, aber es hat funktioniert und ja, es war ein Experiment, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, vielen Dank. Für mich ist ein Highlight, vielleicht Highlight des heutigen Tages, so ein bisschen, wenn man so ein übergreifendes Motto finden will für das, was heute auf der Mainstage passiert ist, dann ist das so ein bisschen Transitionen. Also wie kriegen wir positive institutionelle Veränderungen hin? Und da hatten wir ganz, ganz viele Vorträge, die darauf eingezahlt hatten. Da hatten wir einen Dirk Lohrbach, da hatten wir eine Maja Göpel, da hatten wir eine Julia Schneider, die auf der Bühne waren und ganz, ganz viele andere, die eben sich so ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt haben. Und das ist ja auch ein grundlegendes Thema. Wir kennen das, wenn man sich so mit Innovationen beschäftigt, dass Problemanalysen schon ganz, ganz lange da sind. Also häufig, wenn man hört, einen Vortrag hört und jemand sagt, okay, wir haben hier Probleme mit X oder Probleme mit Y, dann hätte man denselben Vortrag häufig vor 10 oder vor 20 Jahren halten können, weil wir häufig ziemlich gut darin sind, in der Diagnose der Probleme. Wir sind halt nicht so gut darin, diese Probleme auch umzusetzen. Und das, woran liegt das? Naja, das sind dann halt Institutionen, die sticky sind, die halt sich eben die unbeweglich sind. Und die Frage, wie man da was ändern kann, wie man so eine Stickiness irgendwie ein bisschen auflösen kann, das waren so Fragen, die heute behandelt worden sind und die mich entsprechend auch ein bisschen bewegt haben inhaltlich einfach, weil es ist ja auch durchaus ein gesellschaftliches und politisches Thema. Lavinia, was steht jetzt noch an? Ja, genau, wir haben ja morgen noch einen Tag. Das ist allerdings tatsächlich unser digitaler Tag. Das heißt, da finden keine Präsenzstandorte mehr statt. Es finden trotzdem noch vereinzelte Talks statt. Aber ansonsten ist das wirklich der Tag für die langen Formate, für Trainings, für Workshops. Also schalten Sie gerne noch mal rein. Und für uns ist der Tag als Team tatsächlich traditionell auch ein bisschen entspannter. Von daher freuen wir uns auch, dass es morgen noch mal weitergeht und wir online richtig produktive Sessions haben. Heißt es, wir können jetzt anstoßen, Lavinia? Das ist eigentlich eine gute Idee. Lass uns das gleich machen. Und ich würde damit sagen, können wir auch den zweiten Festivaltag hiermit beschließen und wünschen Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank.